So, hallo Zuschauer. Heute kriechen wir unters Auto, weil ich da so ein Klappern habe bei gewissen Drehzahlen und so weiter im Rollen. Und ich habe es auch schon gefunden. Mal gucken, ob man was sieht. Hier ist so ein Blech, das klappert. Muss aber den Unterfahrschutz vorher abnehmen. Und dann gucken wir mal, warum das klappert und wie wir das abstellen können. So, gut, ab ist das Ding. Jetzt werfen wir mal einen hoffentlich unverdeckten Blick aufs Gerassel. So. Ach, guck an, da ist doch tatsächlich das Blech abgerissen hier. Aha, so, das können wir flicken, denke ich doch mal. Hier, man sieht es da. Und deswegen klappert die Kacke. Oh, das kriegt man doch repariert, nehme ich an. So, jetzt die ganze Sache hier ab. Hier sind die zwei abgebrochenen Stückchen, das war schon doppelt. Das sieht aber irgendwie original eigentlich fast aus, nicht nachträglich irgendwie, ich weiß nicht. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier einen Blechstreifen, den ich am besten einfach mit zwei Schrauben da reinmache und dann eben hier drauf, damit das dann nicht mehr den machen kann. Hier haben wir so ein altes Stück Computergehäuse, ein bisschen angefangen Schweißen zu üben. Könnt ihr euch denken, um welches Projekt es da geht bei. Aber erstmal Lader reparieren. Also hier mache ich jetzt einen schönen Streifen raus, würde ich sagen. Und versucht ihn dann so anzupassen, dass das ein Winkelstück ergibt. Knickt man das jetzt dann so? Und dann muss hier ein bisschen was ab. Hm? Gucken. Schraube ich das eigentlich dahinter oder schraube ich es davor? Schraube ich es dahinter? Ich glaube, ich schraube es dahinter. Und da ist irgendwas im Weg. Eigentlich nett, gell? Also mal gucken. Mal gucken. So müsste es ungefähr sitzen. Nö, das geht doch hervorragend. So, Unterlegscheiben hat man nicht mehr, aber ich habe aus diesem Montageband einfach mal welche gemacht. Jetzt muss man das Ganze mal anprobieren, um die Schrauben passend zu kürzen. Ich habe nämlich nur lange Schrauben, ne? Und die werden ein bisschen arg übertrieben lang, also halbieren bestimmt oder so. So, da haben wir es. Da muss wirklich eine ganze Menge ab. Ich markiere mir das jetzt und dann starten wir die ab. Hier. Also im Sinne von überhaupt nicht. Jetzt. So, ich glaube, das ist jetzt aber auch durchaus recht feste. So, jetzt kann man noch den richtig festmachen. Und
festmachen. So, und dann macht das einen recht schöpferfreien Eindruck, wenn man dran wackelt. Mhm. Oh. So, gut. Das sieht auch ganz gut aus. Da ist die Reparatur versteckt. Unterfahrschutz ist wieder drin. Sollte jetzt eigentlich nicht mehr rappeln. So, ich will mal die Lüftung ausmachen. Ja, dann ich muss jetzt mal zur Deponie fahren. Habe hier das Auto schön vollgepackt. Und dann testen wir einfach mal, ob es scheppert oder nicht. Ne? Bisschen blöd hier mit dem Rausfahren. Keiner da. So. Mal rollen lassen. Normalerweise hätten wir jetzt eigentlich schon das Scheppern da, so um die 30 im Rollen. Aber das ist soweit ganz gut. Was passiert hier? Hier kommen Autos aus Ecken. Denkt man nicht. So, rollen wieder. Kinder sind in Ecken. Die denkt man nicht. Gut, wir rollen wieder. Aber ich höre kein Schnarren. Und das gefällt mir ganz gut. Ja. Gut. Nee. Getriebe pfeift. Alles hat Spiel, so wie sich das gehört. Ja, alles funktioniert. Gut, dann will ich euch jetzt auch nicht weiter auf den Keks gehen und hier noch eine halbe Stunde Test fahren. Mir wird es bei geschlossenem Fenster langsam auch echt ein bisschen warm hier drin. Ja, das war einfach mal eine kleine Reparatur. Ich dachte mir, ihr wollt ja mal ein bisschen wissen, was mit dem Auto so ist. Dachte ich, ich mache einfach mal ein kleines Video draus. Das war das. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut.